sehen, woher diese Blätter kommen, die am Ende in unserem Getränk landet, aber auch die Menschen kennenzulernen, die sich darum kümmern. Es ist der Preis. Es ist der Preis, das macht, dass die Leute den Wald aufgeben, weil man bekommt mehr Geld mit der Monokultur. Guter Mais. Ui. Und gibt es hier mehrere Frauen, die wirklich Mate ja, ernten und so viel Wald besitzen? Uma pergunta importante, tem outras mulheres aqui que têm floresta e que se ocupam com isso? Aqui mesmo não, não tem. Tem uma que é moradora daqui, tem os pais aqui, mas daí é lá mais lá para Guarapuava. Hier wirklich nicht, aber gibt es etwas in Guarapuava. Eu vou adicionar que eu conheço do setor do mate, eu acho que para cada 10, 20 empresas que tem homem vai... Talvez mais de 20 vai ter uma que vai ser uma mulher, Sim. que é o padrão. Normalerweise so jede 20 Firma, die besuchen, vielleicht mit Glück wird eine, wo eine Frau leitet. Wow. Häufig die Frau arbeitet mit, kann das schon sein, dass die Frau mitmacht. Okay. Aber dass sie von einer Frau geleitet ist, ist sehr selten. Kannst du dir sagen, dass wir uns sehr freuen, dass sie uns zeigt? Dass wir sehr stolz drauf sind. Ela está muito orgulhosa, está muito agradecida, que é tu que está fazendo, que é tu que está mostrando. Na Alemanha é muito importante essa coisa ter o valor igual, ser uma mulher. Então ela está muito feliz por vir. Está mostrando só que são árvores. Ja, ist auch Monokultur, ne? Yeah. Was ist das denn? Was wächst da? Das ist Soja. Man kommt wirklich hier rein in den Wald. Wahnsinn. Man kann es nicht vorstellen. Und das ist, was wir versuchen zu schaffen. O que eles estão fazendo ali? Diese Bäume wurden letztes Jahr geerntet, die Mate, ne? Hast du gesehen, wie schön diese Wald hier mit der Mate ist, als anderes, ne? Domitila, ela foi tão gentil, parou numa loja e pediu emprestado pra ti. Ela tem o dela também, então pra você. Que tá com... Obrigada. Hallo, ihr Lieben. Ich bin jetzt endlich hier angekommen. In einem Mate-Wald. Ich freue mich riesig, hier zu sein und einige Bauern kennenzulernen. Als Empfang habe ich schon diesen Hut geschenkt bekommen. Und das ist ein sehr besonderes Geschenk, weil es ist ein Hut, das hier sehr traditionell ist, aufgrund der Sonne, damit sie sich schützen können. Und es hat diese Santa hier, ist die Padroeira von Brasilien. Das ist die Saint, die Brasilien schützt, so wie die hier glauben. Und was super spannend ist, finde ich, ist, dass die einzige Saint, die tatsächlich schwarz ist. Darum finde ich mich sehr geehrt, dass sie solche Gedanken gemacht hat und uns hier so lieb empfangen haben. Hier in diesem Mate-Wald entsteht die Mate, die wir benutzen für unsere 1,5 Grad Eistee. Und für mich war extrem wichtig, hierher zu kommen, sehen, woher diese Blätter kommen, die am Ende in unserem Getränk landet, aber auch die Menschen kennenzulernen, die sich darum kümmern. Ich habe so viel hier schon lernen durften. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Art und Weise, aus diesen Blättern den tatsächlichen Mate herzustellen. Die gängliche ist wahrscheinlich die industrielle, aber hier unsere Bauern, die benutzen eine traditionelle handgemachte Technik und die nennen das Barbacoa. Das bedeutet, die nehmen die Blätter und lassen auf natürlicher Ebene trocknen. Das kann 3 bis 4 Tage dauern. Dabei wird über die industrielle Ebene in einer Stunde schon passieren. Und ich finde es so wichtig, wie ihr wisst, nicht nur nachhaltig zu denken, aber auch die Bauern zu unterstützen, dass hier die Agrikultur weiter bestehen bleibt über eine traditionelle Ebene. Was ich super Besonderes hier finde, ist die Tatsache, dass aufgrund dessen, dass diese Pflanzen hier natürlich entstehen und daraus die Menschen leben können durch das Ernten und Verkaufen dieser Mate, besteht auch die Möglichkeit, dass wir keine Monokultur unterstützen. Warum ich so glücklich bin, ist nicht nur, weil ich bin zurück in den Dschungel, den ich liebe, sondern weil das hier konnte auch nur ein Hashtag sein, konnte auch nur eine Produktplatzierung sein. Aber wie ihr wisst, wir meinen das so ernst und deshalb ist für uns unfassbar wichtig, nach Brasilien zu kommen, die Menschen kennenzulernen und mitten in den Tropikalwald reinzulaufen und mit unseren Augen und Händen auch in der Frontline das erleben. Thank you.
Sie sind in Paraná. Wir sind in der Stadt von Ignacio Martins. Sie sind 5 Geschwister und sie haben dieses Stück Land, das sind 2000 Hektare, mit wilde Mate. Das Schwierige hier ist, dass sehr viel Handarbeit ist. Ich kann sich vorstellen, hier in diesen Wald zu gehen, zu ernten, gibt es keine Maschine. Es ist nicht wie Soja, wie Pinus, Eukalyptus. Hier ist keine Maschine. Muss ganz viele Menschen kommen. Diese Menschen müssen gut bezahlt werden. Und dafür muss man einen besseren Preis verlangen. Man hat dann neben der Umwelt Arbeit hier, Impact, hat man einen sozialen Impact. Ganz viele Leute kriegen einen Job und können hier dann arbeiten. Por causa do preço, né? Talvez seja isso, né? Acho que é o principal. Es ist der Preis. Es ist der Preis, das macht, dass die Leute den Wald aufgeben, weil man bekommt mehr Geld mit der Monokultur. Quanto que você ganha com a soja? Não sei te dizer. Sie weiß nicht. Eu sei. Eu sei. Da dobra. Quem investe, quem faz, dobra. O que paga. Ich weiß von dem anderen Gebiet in Südbrasilien, meine Bauern, die dann haben Wald und verpachten dann zur Monokultur. Die Leute, die das verpachten, verdoppeln das Geld jeden Jahr. Das heißt, wenn man 100.000 investiert in Soja, Ende des Jahres hat man 200. Da sind die Leute, die verpachten. Das heißt, der Mann, der das verpachtet, macht gar nichts, kriegt ein gutes Geld und der andere bekommt viel mehr. Und dagegen zu kämpfen, ist sehr schwierig. Das, was Sie jetzt verhandeln, und das ist, was unsere Teile auch mit euch aufklären, damit man weiß, dass eine Mate, der kostet unter 1 Euro auf dem Markt in Deutschland, ist bestimmt von einer Monokultur, von einem Sirup, wo kaum von den gesunden Teilen von der Mate drin ist. Das ist die Sache, wenn man einen Endverbraucher auch entscheidet, eine Mate zu kaufen, wo ein Mehrwert ist, der den Wald schützt, von so einer Quelle, dann helfen wir, dass wir sie mehr bezahlen können. Bäume sind glücklich und gut ernährt und man sieht, vielleicht drehen wir die Kamera und schauen hier in der Seite hier. Was wir haben hier eine alte Umbuja und man sieht Shashin, sieht Mate und wächst alles so natürlich hier. So ein Schatz. Um dieses Gefühl, das wir hier haben, dass wir das Glück haben, hier zu haben, hat man, wenn man unsere Mate trinken. Egal, ob es so traditionell aus einer Flasche oder einem Tetra Pak, dann, man hat dieses Gefühl in sich, ist im Wald in dir. Das ernähren wir uns sehr gut. Wir haben in der Beute-Hochschule in Berlin einen Hedonist-Test gemacht. So Geruch, Geschmack, wie man das zubereitet, probiert 30 unterschiedliche Mate, auch Monokultur, aber auch von unterschiedlichen Wäldern. Und die Wälder von dieser Gegend, Pinhão, hat getestet die beste Mate von allen. Und deswegen haben wir uns entschieden, in dieser Gegend das zu kaufen. Und dann suchen wir die beste Mate Walde. Und das ist ein Beispiel hier, hervorragende, schöne Natur, wunderschöne alte Mate Bäume, bedeckt mit Araucaria. Das ist die perfekte Situation. Die sind nicht unter der Sonne, hatten genug Licht, es ist gut gepflegt. Und das sind die allerbeste Situation mit dem besten Geschmack. Wir sind hier über 1000 Meter. Das ist sehr selten, dass eine Mate so hoch, dass die Berge hier so hoch sind. Über 1000 Meter mit roter Erde, bedeckt mit der Araucaria, ist alles, was man machen kann. Und dann die Glück hat so eine Frau, die das aus Eigentümern das schützt und gut pflegt. Wir sind sehr glücklich, dass wir alles diese Merkmale zusammen haben. Na frente, que né, de, gosta de coisa natural também, como a gente quer preservar, né? Sie finden, dass ihre Arbeit ist anerkannt, dass sie machen das in einem natürlichen Weg und sie freuen sich, Menschen kennenzulernen, dann, die das schätzen und auch diese Naturwege gehen wollen. Toll. Super. E para nós ter a mesa aqui foi uma surpresa, né? Mas ter a Miss aqui foi uma surpresa, né? Um ganz besonderer Überraschung, dass die Miss hier kommt, né? Calma, está bem. Não incomoda. Não, deixa você fazer fogo. Aí é mais? Ui! Assim que o mate é feito. A folha do mate pode comer assim, crua, né? Pode. Minerais, vitamina, cafeína. E vai, não precisa parar para comprar, vai comendo e seguindo. Man isst von hinten, also man beißt hier hinter und die wieder von vorne rauskommen. Ai, Pedro, você é muito generoso, obrigada. Dann macht so, dass er
muss man lernen, aber schau mal, du mit dir. Man drückt hier mit den Zähnen und der da vorne geht. Ja, man bindet die Zähne so. Das klappt nicht so. Bom, não sei. Tu explica então como é que come. É que o cozido na água, tu aperta e ele salta, né? Esse aqui não, esse é cozido. Tem que esfregar ele para abrir. Acho que tu pega esse aqui que tá mais assado. Não, eu vou conseguir. Fabrício, ich fühle mich so geehrt, dass du uns ein bisschen von dieser Realität dieser Menschen gezeigt hast, dass du uns ein bisschen rechts noch näher gebracht hast, wie wichtig es ist, dass wir ein Zeichen setzen gegen Monokultur, wie wichtig es ist, dass wir die Protagonisten dieser Geschichte vordergründig rücken und diese, nicht nur die Monokultur in Bezug auf Mutter Erde, aber auch über diese Diversität von Land und Menschen. Ich habe vieles heute von dir gelernt und ich finde wundervoll, die Möglichkeit hier in diese Mate Wald zu sein. Kannst du uns auch ein bisschen mehr davon erzählen? Sehr gerne, aber erst möchte ich sagen, dass ich arbeite häufig. Ich bin dreimal in der Jahre hier, halbe meine Zeit ist in der Wald, das bin ich gewohnt. Aber der Impact, das ist, dass Domitila hier ist, wie die Menschen sie gefreut haben, wie sie kommt, komm hier, Silvana, komm mit hier, wenn ich unter Kumachi. Wenn wir sie kommen, die Freude von der Leute, die Mist hier zu haben, in der Umwelt, wo wir jetzt gerade hier ernährt werden, von was gerade von der Wald gekocht wird, wie die Menschen, die hier arbeiten, können sich direkt von Wald sich ernähren. Und das ist ein Glück, dass wir hier sind, wir hier leben können, dass wir das von der Natur das erhalten und dass ihr habt einen ganz wichtigen Job, Domitila, aber auch ihr von den Medien, weil ihr müsst aufklären in Deutschland, warum kauft man ein Mate, der weniger als 1 Euro in den Supermärkten? Was für eine Quelle, was für eine Monokultur das kommt, warum ein Produkt, der unterstützt den Naturschutz, unterstützt die Gesetzesveränderung, unterstützt Frauen, die vorne in den Unternehmen sind, Frauen, die jetzt hier für Aufklärung sie einsetzen, das kommt nur zusammen. Und dafür sehr, sehr dankbar, dass Domitila und ihr hier seid und dass du hier auch vor Ort das mitmacht. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Chance für uns, diese Erfahrung zu machen, die Menschen kennenzulernen und hier lang zu laufen und sehen, wie wunderschön Mutter Erde ist und dass wir alles haben, was wir brauchen, ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und ich finde wundervoll, dass ihr gemeinsam hier vor Ort euch dafür einsetzt, dass es weiter Bioqualität hält, dass es Fairtrade ist und dass wir vor allem Mutter Erde schützen.